kannst mir erzählen, was du willst, aber das nicht. Aber doch, doch, sieh mal, mit einem Kühlschrank kannst du heizen. Kühlschrank heizen? Du redest nicht früher, über was redest du, dieser Schmarrn? Toni, Toni, hör doch mal zu, ein Kühlschrank hat einen Motor. Ja, und das du hast einen Dachschaden, da. Ja, das ist schade, das ist schade, dass du gleich so ausfallen wirst. Ich kann mir nicht helfen, wenn du mir sowas erzählst. Du kannst genauso gut, kannst du sagen, in deinem Ofen frierst du Fleisch. Aber, das ist doch blöd. Nein, im Ofen kannst du nicht einfrieren, da musst du braten. Was ist denn? Die Streife hat ihn festgenommen, vermutlich eine Messerstecherei. Sie waren gerade beim Arzt mit ihm. Da haben wir noch nicht ausgeredet, in dem Fall. Ich habe nur Orangen aufgemacht. So, plötzlich war ein Messer im Arm. Ein ganz kleines Messer. War gar nichts. Mhm. Stichwunde 2 cm tief, Klinge 1,5 cm breit. Und das ist beim Orangenschein passiert. Hm, erzählen Sie mir doch keine Märchen. Es war doch ganz anders. Nein, 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 keine vorschnellen Behauptungen. Darf ich mal? Herr Ahmed Güney, setzen Sie sich bitte. Danke, Bertram. Musst du immer gleich alles an dich reißen? In zwingenden Fällen ja. Also, was war los? Nix. Ich treffe einen Freund, wir stehen da, erzähle. Und getroffen haben Sie sich vor der Einfahrt Schillerstraße 19a. Ganz zufällig, hm? Und da ist auch ganz zufällig das Lokal Goldene Gams. Pächter Ferdi Holzner, Kellner Herbert Flickinger. Das habe ich doch schon immer gesagt, dass die zwei ihr Geld nicht durchs Bier ausschenken verdienen. Deswegen ist das mein Fall. Ja. Ja? Ja, sofort, Herr Kriminaldirektor. Wir sprechen uns. Ja. So, Sie Orangenschicksal. Und jetzt noch mal ganz langsam von vorne. Sie wollten mich sprechen, Herr Kriminaldirektor. Ja, Herr Kettwig. Ich habe da einen Hinweis bekommen. Aha. Vielleicht nützt Ihnen das was im Fall selber. Sind Sie in dieser Sache überhaupt schon einen Schritt weitergekommen? Ja, ich war in einigen Gastarbeiterunterkünften und habe die Fotos rumgezeigt, aber absolut Fehlanzeige. Dann war ich in einigen Süßwarenläden, Kaufhäusern und Supermärkten und habe mich da mal erkundigt. Aber wozu denn das? Nun ja, ich dachte mir, vielleicht würde die eine oder andere Verkäuferin ihn wiedererkennen. Ich war dieser Semmer ist doch geradezu süchtig nach Weinbrandbrunnen, daher auch der Spitzname, Semmer die Bohne. Ach ja, richtig. Ja, aber auch wieder absolut nichts. Also entweder hat der Kerl sich in Luft aufgelöst oder die Erde hat ihn verschlungen oder beides. Wir brauchen unbedingt Ergebnisse, Kettwig. Was Semmer betreibt, ist moderne Sklaverei. Zuerst holt er die Leute illegal ins Land, dann nutzt er ihre Situation aus und macht sie vollends zu Kriminellen. Ja. Sie sagten, Sie hätten einen Hinweis, Herr Kriminaldirektor. Ja. Es hat sich herausgestellt, dass Semmer mit einem gewissen Ferdi Holzner Verbindung hatte. Holzner, Holzner? Mhm. Ist das der Pächter von dem Lokal, der Goldenen Gams? Genau. Sie sollten sich die Goldene Gams mal näher anschauen. Ja, danke schön. Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Das kann schon sein, warum nicht? Ich hab zu tun. Ist gut, ja. Sind da die Toiletten? Nein, die sind da drüben. Ach ja? Komiker. Ach, Sie freuen sich auch sehr, dass wir uns mal wiedersehen, hä? Wen habe ich denn jetzt erpresst? Ihre Tante vielleicht? Ja, möglich. Also zuzutrauen ist Ihnen alles. Komm, schenken wir mal ein Bier ein. Was habt ihr denn mit dem Türken gemacht gestern Nacht? Mit dem Günni? Ach, so ein Messerstich hat er im Oberarm gehabt. Ja, ja. Hier in der Goldenen Gans ist passiert, sei es ob der. Lügt doch, der Kerl. War hier gestern Abend eine Messerstecherei? Was? Eine Messerstecherei? Das war Blödsinn. Hm? Wenn Sie glauben, dass Sie uns was anhängen können. Nein, 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 ich sag ja gar nichts. Ich wiederhole nur das, was er mir gesagt hat. Nicht?
Ecke. Ja, Heiner, was machst denn du da? Hab's doch gewusst, das ist auch ein Bulle. Ah, da schau her. Sehr geschickt, Herr Kollege. Ich will zahlen. Na, danke, ich zahl mir das auch selber. Gott, Sie sind Herr Huber? Ja. Na, mein Name ist Kettwig. Sagen Sie die Wohnung da drüben. Was ist mit der Wohnung? Sagen Sie hier Wohnung? Nein, nein, das nicht. Nur. Die gehört ja zu dem Lokal da drunten. Ah ja. Sagen Sie, ist Ihnen bei den Leuten da nebenan was aufgefallen? Aufgefallen? Wieso? Nein. Ist mir nichts aufgefallen. Ja. Entschuldigen Sie, Herr Huber. Wiedersehen. Aua! Aua! Ich hau dir den Schädel ein! Versuch das noch mal, mich anzufassen! Kannst du doch deinen Anfass, kann doch nicht dafür, dass der Blick aufgeht! Sehen Sie zu, dass Sie mir aufgelauert haben! Was hab ich? Ich kenn euch doch, euch Dunkelmänner! Aber red doch keinen Unsinn! Da, gucken Sie sich das mal an! Da sind Sie dran schuld! Da eingepackt, die könnt ihr alle noch essen! Glauben Sie, mir schmeckt das Zeug? Mach das sowieso nicht. Aha. Sagen Sie mal, was wollen Sie hier überhaupt? Was wollen Sie denn hier? Wohnen Sie hier? Spielen Sie nicht die Bohne an. Verschwinden Sie. Ich rufe sonst die Polizei. Ja, das wäre bezaubert, aber lieber nicht. Vorsicht! Bleiben Sie ja nicht, Sie können mit mir einen Molly machen. Nein, 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 aber auch bitte nicht noch mal schlafen. Geh freiwillig. Wiedersehen, Frau. Tch. Kripo? Moment, ich gehe gleich rüber. Ja, was ist? Vorhin waren zwei Bullen hier. Die haben den Günni geschnappt. Aber ich bin sicher, die wissen noch nichts. Natürlich wissen die nichts. Mich kennt keiner. Weil man in dem Aufzug meine eigene Mutter nicht mehr kennt. Ich kann das nichts nachweisen und der Günner halt dicht. Was ist denn das da? Was ist denn das für ein Plätzezeug? Red dich bloß nicht künstlich auf. Kannst froh sein, dass ich überhaupt welche besorgt habe. Du Madel. Au! Nicht dieser Ton. Verstanden? Istanbul hat 10 Leute, klar. Was soll man denn jetzt machen? Vor allem eins nicht. Hier dumm umeinander sitzen und vor lauter Angst in die Hosen scheißen. Bloß weil da draußen ein paar Bullen rumsausen. Also viel habe ich aus den beiden nicht rausgebracht, das muss ich zugeben. Aber ich habe mir dem Günne noch mal vorgenommen. Und weil ich hart geblieben bin, darum ist der schließlich weich geworden. Methode Forscher. Bitte, meine Herren, kein Zwist in den eigenen Reihen. Der hat doch angefangen. Was ich? Das doch... Herr Forscher, fahren Sie fort. Also der Günne hat zugegeben, dass er gepokert hat. Und zwar in der Wohnung beim Holz da oben. Der Flickinger war da und noch irgendein anderer, den hat er aber nicht gekannt. Und plötzlich hat es einen Streit gegeben und da hat der andere das Messer gezogen. Also illegales Glücksspiel. Ist doch immerhin etwas. Die Interessenten geben sich dadurch zu erkennen, dass sie 5 Mark in irgendeiner Spieldose werfen. Ja, in die goldene Gams, das weiß ich auch. Aber das Flickinger und Holzer sind doch kleine Fische, die bringen uns nicht weiter. Wir müssen an Semmer ran. Den Flickinger, wenn ich in der Mangel hab, dann quetsche ich auch immer auf den Semmer raus, glaubt mir das. Ja, oder auch nicht. Och, was? Herr Kriminaldirektor, ich würde Folgendes vorschlagen. Welche Methode Sie auch vorziehen, meine Herren, ist mir egal. Hauptsache, sie führt zum Erfolg. In diesem Sinne an die Arbeit.
Da schau her. Was wollen denn Sie schon wieder? Oh, so aufgekratzt schon am frühen Morgen? Ich hab was mitgebracht für Ihren Chef. Ich hoffe, es schmeckt ihm. Welcher Chef? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Na, komm, fertig. Lass gut sein. Ich weiß doch genau, was hier gespielt wird. Hier wird nämlich gespielt. Ne? So, jetzt kriege ich erst mal einen Tausender sonstige geliefert. Sie spinnen wohl. Lass mich doch ausreden. Mir ist ja klar, dass du erst mal mit Semmer reden musst. Also, red mit ihm. Sag ihm schönen Gruß. Heute Abend komme ich wieder vorbei, klar? Ich kenne überhaupt keinen Semmer. Red dich doch nicht auf, Ferdi. Wir werden uns bestimmt einig, ich bin sicher. Ach du, ist eine hübsche Idee mit der Gams. Gefällt mir. Aber an eurer Stelle würde ich ja mindestens das Doppelte an Eindruck nehmen. Ihr könnt es euch da leisten. Ne? Also, bis heute Abend. Ach, was schwingt. Mach die Tür zu. Muss irgendwas gerochen haben. Was sollen wir jetzt machen? Hm? Was ich nachdenke. Das ist aber gut. Ein Kriminaler auf unserer Seite war gar nicht schlecht. Ja, das schon. Nur, dass er uns nicht einlegt. Hm? Das soll er probieren. No. Ja, passt doch auf. Hast du noch nie einen Teppich dran? Schon, aber kannst du halten. Wissen Sie, das ist genauso wie beim Al Capone damals. Nicht? Den haben sie auch nicht erwischt wegen Mord und Totschlag, sondern wegen so einer läppischen Steuerhinterziehung. Und genauso ist es bei uns auch. Ja, willst du den Flickinger als Finanzamt auf den Hals setzen? Nein, ich meine ja bloß. Geh weiter. So, geht's dann lieber. Dann haben wir's gleich. Ja. Wissen Sie, ich hab mir das ja so vorgestellt, Herr Wanninger. Ich schnapp mir den hier einen kleinen Finger und damit habe ich auch die ganze Hand. Verstehen Sie mich? Ja, nicht ganz. Nicht? Aber na, fang schon mal an. Ja. Übrigens, Fressel, das war eine großartige Idee, das kommt. Also ohne die hätte ich den nie danach gebracht mit meinen Bandscheiben. Das wäre schon lange nicht mehr geklopft worden. Ja, mei. Aber Herr Wanninger, darf ich Ihnen jetzt meinen Plan erläutern? Ja, ja, ist schon gut, Fressel, ist schon gut später. Erst kommt der Teppich, gell? Teppich. Ja. Der Teppich. Na, recht. Der braucht's. Du zwar Sekt. Das ist der Marken. Na, Papa, was will ich denn, ne? Mal schauen. Die Farbe schaust du dich da authentisch. Das ist deine. Zwei Marken. So, guten Abend. Guten Abend. Was wollen Sie denn? Ein kleines Bier. Ein kleines Bier. Nein, geben Sie mir lieber einen großen Sliwowitz. Ja, was wollen Sie jetzt eigentlich? Hä? Sliwowitz? Ein Sliwowitz. Na, hoffentlich bleiben Sie auch dabei. Ja. Da haben Sie ihn. Wissen Sie, ich brauche heute noch Nerven. Ja, weil ich jetzt da hinaufgehe. So. Jetzt hätte ich beinahe vergessen. Was ist denn mit dir? Bist du krank? Ah. Die hat sich noch ein bisschen überfressen. So ist recht. Jetzt haben wir extra ein bisschen was eingesteckt und jetzt geht nichts. Sagen Sie mal. Sie waren aber noch nie bei mir da im Geschäft, gell? Nein. Ich lebe ja in Ingolstadt. Ich bin nämlich Schrotthändler. Aber ewig das Blech und das Zeug, man möchte ja schließlich auch einmal ausspannen. Das wollen Sie gerade bei mir? Ein guter Freund hat mir Ihre Adresse gegeben. So. Ja. Kommen Sie mit? Hören Sie es? Jetzt ging es auf. Ich meine, ich will mich ja nicht loben, aber das war doch eine gute Idee von mir, oder? So, kommen Sie her. Auf geht's.
schlaf nicht. Wir haben da einen neuen Spieler. Guten Abend. Ja, der möchte gerne ein bisschen pokern. So. Ja, bloß wir zwei. Nee, Moment. Yvonne! Ja, Moment, komm gleich. Ich will noch was zu trinken. Nehmen Sie bitte Platz. Also komm schon. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich kann jetzt gehen. Also, viel Spaß noch. Ja, danke schön. Also, Mindesteinsatz 20 Mark. Ja? So. Das ist recht. Was denn? Ist das alles? Nein, vorläufig. Eins nach dem anderen. Ich hab schon noch was in Reserve. Ah. Das ist der Laden. Was? Das sind wir so gut. Ah. Das ist komm uns mit. Komm, komm. Also machen wir's kurz. Wir sind einverstanden. Okay. Aber ich würde es ganz gern von Selma persönlich hören. Wenn Bohne einem etwas persönlich zu sagen hat, dann macht das auch. Das kannst du mir glauben. Und noch was. Keine krummen Touren. Verstehst? Wir haben eine, die schwört Stein und Bein, dass du sie vergewaltigt hast. Verstehst du es? Die Provision, die verdienen wir gerade. Ja. An einem Schrotthändler. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Na gut, meinetwegen. Ja. Komm. Ja. Da geht's lang. Ja. Zweimal kurz kriegen und einmal lang. Na, Sie plaudern. 20, 50 dazu. Ich bin weg. Na, ich nicht. Das möchte ich schon sehen. Runter mit der Hosen. Drei Damen. Zu wenig. Da reichen ja schon drei König. Ein bisschen viel Pech heute, was? Noch ist nicht aller Tage Abend. Hallo. Ja. Guten Abend. Ja? Ja, gerne. Guten Abend. Na, wie läuft's denn? Was wollen Sie denn hier? Puh, schön zuschauen. Guten Abend. Guten Abend. Kennt ihr euch? Ja, ich glaube, ich habe das Gesicht schon mal wo gesehen. Haben Sie auch mit dem Schrotthandel zu tun? Ich? Nein, da wären wir ja auch Kollegen. Ja. Das ist doch Kommissar Kettwig. Was ist denn der da drin? Ja, das weiß ich doch nicht. Sollen wir stürmen? Nein. Ich hab da mit dem Wanning ausgemacht, dass wir nicht stürmen, wenn er Stichwort sagt. Aber der sagt ja nichts. Der sagt ja nichts. Der spielt nur Karten. Ununterbrochen Karten. Na? Und wer gewinnt? Das sehen Sie doch. Oh ja. Da komm ich öfter her. Ja. Vorausgesetzt, die Polizei macht den Laden nicht vorher dicht. Nein. Mit der Polizei stehen wir auf gutem Fuß. Ja. Die probieren gerade eine neue Form der Zusammenarbeit. Ach so. Ja, aber bei denen weiß oft der eine nicht, was der andere tut. Wie viel? Keine. Serviert. Ja. Bei mir scheint heute die Sonne. Da, schauen Sie her. Der Frosch, der hupft die Leiter auf und schon wird das Wetter wieder schön. Mit dem Frosch, da meint er mich. Was sollen denn die Sprüche? Ja, 200. Warum denn so laut? Ich bin ja nicht da. Oder wie man bei uns in Ingolstadt sagt, der Frosch. Er sieht zwar nichts, aber er hört gut. Was soll denn das Gelaber? Weiß er genau, dass du bleibst. Hier. Freilich. Und das wir. Ich geh mit. Aber lieber ein bisschen vorsichtiger. Hast heute auch nicht gerade deinen starken Tag. Du hältst dich da raus. Also, ich geh mit. Mit was denn? Sie haben ja nichts mehr. Ich komme gleich wieder. Der Blöder. Jetzt muss er erst mal die Bohne fragen, ob er ihm was gibt. Na ja. Warum spielt denn die Bohne eigentlich nicht selbst? Vielleicht spielt er jetzt sogar. Ah, bist du lieb, holst mir mal ein Bier von unten? Mhm. Das haben wir in der Küche. Ich habe nämlich einen Sender da drin.
Wenn ich sag, pack mir's, kommt der Fröschel sofort. Sehr gut, aber nicht überstürzen. Ja. Der Semmer muss hier im Hause sein. Wenn gespült wird, wird gar nicht. Verstanden? Hab den einfach unterschätzt. Fix. Das muss man selber machen. Ich finde dich richtig nett. Ehrlich? Ja, ja, ich dich auch. Neulich, das war nur, weil ich mich so erschreckt habe. Ja, gut. Aha. Guten Abend. Ja, ja, guten Abend. Hast du Schneid? Ich schon. Hab ja heute meine Glückssträhne. So, so. Traust du? Und das alles da. Ach so, alles oder nichts. Ja. Von mir aus. Packen wir's. Aber hervorragend. So, lieber Freund, heute packen wir's. Na, warten wir's ab. Na, da warten wir nicht so. Das packen wir gleich. Gell? Du super gescheiter Vogel, du. Was ist denn jetzt los? Kleinen Moment. Was ist denn? Halt mir Schreck! Du kommst mir nicht aus. Das habe ich nämlich dem Fröschel versprechen müssen, dass ich dich nicht rauslasse. Der Flickinger? Der ist Semmer Manninger. Los! Aha. Und fix dir! Das ist ja interessant. Sie sind verhaftet, Herr Huber. Oder Herr Semmer. Was ist Ihnen nun lieber? Das war eine blendende Zusammenarbeit, meine Herren. Ja, wieso denn? Wir haben doch alle hinter Schloss und Riegel. Ja, das war nicht gerade dein Verdienst. Moment einmal. Wenn ich den Wanninger nicht eingeschleust hätte und wenn der nicht gespielt hätte wie ein Verrückter, aber, dann hättest du deinen Semmer auch ja, aber noch das nicht. Ist es ja gerade. Aber, ja. Wir wollen die Verdienste hier nicht aufrechnen. Noch dazu, wo sie mit so fragwürdigen Methoden verknüpft sind. Aber jetzt was ganz anderes. Gerade habe ich da was Verrücktes gelesen. Da macht doch einer tatsächlich den Vorschlag, im Rahmen des Energiesparprogramms die Heizkraft von Kühlschränken besser auszunutzen. Verstehen Sie das? Ja, ist doch ganz einfach. Das ist Unsinn. Aber nein, ist nicht der Unsinn. Der Spinde, so wie du. Ist so klar wie nur überhaupt. Es ist ein rein technisches Problem. Aber ich bitte, die Kälte ist doch wärmer. Hör auf. Bitte schön.